Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind in der Prärie von Firone unterwegs und haben hier oben ein auffallendes Leuchtfeuer und schauen mal, was da auf uns wartet. Das ist übrigens auch schon dann das dritte und letzte Rätsellabyrinth. Na, wir hatten ja schon hier das hier, Irland von Akala, dann hatten wir hier, genau hier, das nördliche Irrschloss und dann ist das vermutlich das südliche Irrschloss. Und dann haben wir alle drei gesehen. Und ich bin gespannt, was wir da dann noch für Rätsel haben. Oh! Hm. Wie dekoriere ich es nur? Nur ein Zweibeiner. Sag mal, bist du auch wegen der vielen Pferde hier? Nirgends gibt es so viele Wildpferde wie hier. Man kann sie aus nächster Nähe erleben. Ach, ich sag's gerade heraus. Für mich sind Wildpferde einfach das Größte. Also bin ich hierher gereist. Unter uns Pferdefreunden. Bevor ich mir wieder die Wildpferde ansehe, gebe ich dir noch einen heißen Tipp. Kennst du die abgebrochene Stelle des Berges am Felsenschrein ein Stück unterhalb von hier, wo die Ruinen hinfielen? Dieser merkwürdige Kristall ist darunter gekommen. Ich habe ihn gleich entdeckt. Sieh nur, wie er glitzert. Es würde toll aussehen, wenn man sein Pferd damit schmückt, oder? Man könnte ihn statt einem Reiter in den Sattel setzen oder am Geschirr anbringen. Ich sehe es direkt vor mir, umwerfend. Kann ich ihn haben? Verstehe. Du möchtest dein Lieblingspferd damit dekorieren. Das kann ich gut nachvollziehen. Doch einen so wertvollen Kristall kann ich dir nicht einfach so überlassen. Aber da fällt mir was ein. Ich habe mein Gerücht darüber gehört, dass es in dieser Gegend ein riesiges Pferd geben soll. Ich wünschte, ich könnte dieses Riesenpferd mit eigenen Augen sehen, aber bisher hatte ich kein Glück. Hör zu, dir liegt genauso viel an Pferden wie mir, also hätte ich da einen Vorschlag. Wenn du mir dieses Riesenpferd zeigst, darfst du gern meinen Kristall haben. Aber ich habe keinen Schimmer, wo es sein könnte, also frag am besten an einem Stall, bevor du dich auf die Suche machst. Hier ganz in der Nähe liegt der Stall der Hochebene, geh einfach auf der Straße nach Osten. An einem Stall versammeln sich immer viele Leute, da findest du bestimmt jemanden, der was weiß. Na, wir haben das Pferd, aber reicht kein Foto? Wenn du mir das Riesenpferd zeigst, bekommst du den Kristall, versprochen. Hm. Es ist sicher nicht einfach zu finden. Am besten hörst du dich beim Stall in der Nähe um. Ich würde beim Stall der Hochebene anfangen. An Stellen findet man viele Informationen. Na toll. Mein erster Gedanke war, dass er ein Wildpferd haben möchte. Im Austausch. Ja, ist aber nicht schlimm. Dann gucken wir uns jetzt hier die Ebene an. Dann holen wir das Riesenpferd. Und mit dem Riesenpferd gucken wir uns hinten die Schlucht an. Das heißt, jetzt gibt es auf jeden Fall die Geoglyphe. Oh, ich weiß nicht, ob ich bereit bin für eine Zwischensequenz. Eieieiei. Das ist wieder Farodra. Run. Ich höre unten schon unsere Konstruktfreunde. Delta LD. Boah, 53 Schaden. Wow. Heftig.
Sorry. Nee, wisst ihr, ich hab's auch gar nicht so dringend mit dem Kämpfen. Ich finde, ihr macht das ganz toll. Oh yeah. Okay. Oh. Ich dachte, ich muss niesen. Gut, ja, schön, aber interessant zu sehen, wie die auch gegeneinander kämpfen. Das finde ich ja wieder cool. Der hat eine Kiste da. Okay, da ist Farodra. Ah, jetzt bekommen wir rotes Schleimgelee wegen der Feuerwaffe. Cool. Ja, also Problem ist, wir können natürlich jetzt hier mit der Bautomatik arbeiten. Und wir können sagen, wir machen... ein Deckensprungkonstrukt. Das muss ja auch stehen, ne? Es gibt doch um, oder? Okay, Plan B. Scheiße. Da kommen wir nicht hoch genug, ne? No way. Gut, dann ist es so. Scheiße. Hätte ich besser lösen können. Sonanium verschwendet. Ja, das ist das vergessene Plateau hier. Ach nee. Ich meine natürlich, oh ja. Ja, was wünscht der Meister? Ich will so gern zu meinem Freund. Ach Gott. Er schickt mir ein Rauchsignal, aber ich kann mich einfach nicht bewegen. Keine Lenkeinheit, ne? So, müssen wir nur mit einer Rakete tryen.
Oh oh. Wie entspannt war das denn bitte? Das war ja ausgezeichnet, oder? Endlich wieder zusammen! Was ist denn das hier? Warum liegt die denn hier so rum? Hä? Pfosten. Ja. Danke, dass du meinen besten Freund zu mir gebracht hast. Hier, nimm das als Dankeschön. Cool, ja, ja, aber es freut mich ja, ne? Wenn wir sowas direkt mitnehmen, das ist geil. Schön. Gehen wir zur Geoglyphe. Und das ist doch jetzt hier so schon die Steppe, ne? Grasland und hier ist ja dann die Wüste. Und wir bekommen hier aber auch einen schönen Einblick in die Wüste übrigens. Ist auch zu heiß gerade. Guck mal unten rechts. Wie viel Grad ist es? 42 Grad. Aua. Und hier seht ihr schon die Wüste. Oh ja, das wird fantastisch. Schnell weg hier. Freue ich mich echt drauf. Farodra? Weißdrachen, okay. War das nicht der Weg zum Riesenpferd in Breath of the Wild? Mit diesen, nicht Akazien, wie nennt man die denn? Die gibt es doch bestimmt in echt, oder? So ganz dicke Stämme und so kleine Äste nur. Gut, wir gehen mal hoch. Und suchen die Geoglyphe und die nächste Drachenträne. Ich bin gespannt. Das vergessene Plateau. War da nicht eine Kiste versteckt? Die Hütte. OMG. Waren da nicht die Wanderstiefel oder so? Irgendwas war da doch. Ja, ja, ja. Winterstiefel. Ausdauer regeneraten. Bisschen Ausdauer regeneraten. So, da sind wir wieder. Gut, und ansonsten ist hier nichts. Außer dieser große Kampf zwischen Monstern und Konstrukten natürlich. Stall der Hochebene ist der, bei dem wir waren, ne? Jo. Dann gehen wir uns mal die... Jetzt ist die Frage schon. Ah, wir haben keine Fee. Und so macht das grimmige Göttin-Outfit aktuell noch keinen Sinn. Easy. Ja! Nee, du hast mich gefunden. Tschüss. Okay, jetzt die Drachenträne. Aber meiner Vermutung nach eine Art Grabstein.
Und die Träne müsste ja in einem recht hier. Nee. Also im Nachhinein wäre meine Vermutung, dass wir hier jetzt das verbotene Ritual erleben werden. Oder halt doch weiter oben, ne? Da war der Krogi. Hier vielleicht? Da könnte ich mir vorstellen, oder? Also da. Seid ihr bereit? Ich bin es nicht. Sonja. Ah, Zelda. König Rauru, vor dem großen Kampf mit dem Dämonenkönig wollte ich euch noch etwas Wichtiges mitteilen. Ich kam her, nachdem ich ganz tief im Untergrund die Mumie eines Mannes entdeckt hatte. Sprich weiter. Als ich mit Ansa wieder Mysterienstein Ganondorf verwandelte, da wurde mir etwas Schlimmes klar. Die Mumie, die wir aufweckten, das war er! Er war noch am Leben, in meiner Zeit. Das heißt, er wird überleben und die Zeiten überdauern. Die morgige Schlacht. All unsere Truppen werden nichts ausrichten. Wir werden dem Dämonenkönig entgegentreten und untergehen. Nicht er, sondern ihr werdet. Das ändert nichts. Ich werde trotzdem in die Schlacht ziehen. Mein Hochmut hat uns in diese Lage gebracht. Für diesen Fehler bin ich bereit zu bezahlen. Und abgesehen davon, ich bin noch immer der König von Hyrule. Das Volk zu schützen und das Reich zu erhalten ist meine oberste Pflicht.
Selbst wenn ich dafür mit dem Leben bezahle. Eure Hoheit. Sollte es uns tatsächlich nicht gelingen, den Dämonenkönig zu bezwingen, dann ist es an ihm, dem Ritter, der das Bannschwert führt. Link wird obsiegen, wenn wir scheitern sollten. Doch wer sagt überhaupt, dass sich die Zukunft so entwickelt, wie du sie kennst? Deine Ankunft hier hat die Karten neu gemischt. Zelda, du bist gewiss nicht grundlos in unsere Zeit gekommen. Davon bin ich fest überzeugt. Es soll alles einen Grund haben? Ja, schwierig, aber in der Zukunft ist doch berücksichtigt, was in der Vergangenheit passiert. Und deswegen... Ne? Also es passt ja. Zelda hat ja recht. Der Dämonenkönig wird obsiegen und Rauru wird sterben. Und nur deswegen wird die Hand da hängen mit der Mumie. Königliche Pflicht, Drachenträne 10. Am Vorabend der Entscheidungsschlacht berichtet Zelda Rauru von der Zukunft und erklärt ihm, dass sie den Dämonenkönig in der morgigen Schlacht nicht besiegen werden können. Doch Rauru gedenkt, in Erfüllung seiner Pflicht sein Leben zu riskieren. Sollte ein Sieg unmöglich sein, vertraut er auf den Ritter, der das heilige Bannschwert führt. Okay, Sonja wird getötet. Daraufhin passiert die Geburt des Dämonenkönigs. Fragezeichen. Er beruft die Recken ein, die Weisen ein. Er erfährt von der Zukunft, ist aber bereit, dennoch in die Schlacht zu ziehen. Der Versiegelungskrieg findet statt und Rauru opfert sich, um Ganon zu versiegeln. Zelda erhält das Schwert. Zelda bespricht das verbotene Ritual, um das Bannschwert Miasmafest zurück in die Zukunft zu schicken. Oder eben mitzunehmen, ne? Fragezeichen. Zelda führt das Ritual durch. Ja, aber es ist genau der Punkt, ne? Zelda hat recht. In der Zukunft ist ja berücksichtigt, dass Zelda in die Vergangenheit reist. Man kann ja eine Zukunft de facto nicht ändern. Wenn man die Zukunft sieht und in der Zukunft ist ein Baum umgefallen, dann ist ja in der Zukunft alles schon passiert. Und wenn man es schaffen würde, zu verhindern, dass der Baum umfällt, dann wäre er ja beim Blick in die Zukunft gar nicht umgefallen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, es ist die Story. Ich habe da auch letztens nochmal drüber geredet, dass sowohl Breath of the Wild als auch jetzt Tears of the Kingdom ja derart desaströse Geschichten haben, wenn man drüber nachdenkt. Eine Welt vollkommen zerstört, seht euch Hyrule mal an. Und eine Bedrohung, Ganon, die alles überschattet, die ja vor 10.000 Jahren schon alles überschattet hat, die vor 100 Jahren alles überschattet hat, die jetzt wieder alles überschattet. Und ein Widerstand in Form von den Sonau, Link, Zelda, Sonja, den Recken, den Weisen, den Orni, alle halt, ne? Die immer und immer wieder dagegen ankämpfen. Das ist so... Okay.
Ah ja, okay. Jetzt hat tatsächlich ein blauer Hinox ein Herz verloren. Ein Herz verloren, genau. Tja. Ja, ich bin ja gespannt, ob wir jetzt in Tears of the Kingdom... Ich habe das Kabel hier liegen. Hat das geklappt? Das war falsch, ne? Jo. Übrigens so schön gemacht, ne, dass man hier sieht, was für Joy-Cons man hat im Nachhinein. Ja. Schön. Ja, wir werden ja sehen, ob wir Ganon Ende dieses Spiels endgültig besiegen. Na gut, hätte man in Breath of the Wild ja auch meinen können. Aber nochmal, ich hoffe wirklich, dass es ein weiteres Spiel in diesem Universum hier gibt. Also in diesem Stil, in diesem Hyrule, mit diesen Mechaniken. Gerne mit der Möglichkeit, dass man eine Waffe immer haltbar machen kann. Dass man sich aussuchen kann, hey, ich möchte gerne, dass ein Königsschwert nie kaputt geht. Einfach so, als Gimmick vielleicht. Aber andererseits wird das natürlich die ganze Mechanik mit dem Waffensammeln kaputt machen. Oder eben jetzt hier die Mechanik mit den Waffen zusammenbauen, was ja genau darauf auszielt, dass man nicht immer die gleiche Waffe hat. Kommt der Blutmond vielleicht nur, wenn man genug Monster besiegt hat? Das könnte ich mir auch vorstellen. Ich muss hier jetzt nochmal schauen, ob wir hier jetzt nicht doch einen Krog haben. Nicht. Oh? Arbeit. Hier drauf ist keiner, okay. Ja, müssen wir einmal zum Stall der Hochebene und mit unserem riesigen weißen Pferd zurück. Oh Gott. Sind ja auch wieder da. Das habe ich aber auch nicht gefunden, ne? So zwei, drei Crocs bis jetzt, die wirklich schwer zu finden waren. Und wir könnten jetzt einfach Minerus Konstrukt rufen. Aber kann die nicht mehr mit uns reden? Ich meine, das ist die Schwester von Rauru. Die weiß doch alles. Kann die uns nicht einfach sagen, was mit Zelda ist? Statt uns jetzt noch zappeln zu lassen. Ja, wie sieht es denn jetzt im Detail aus? Wir werden ja jetzt hier den Untergrund machen. Dann machen wir das Gebiet hier mit der letzten Fee auch. Dann machen wir den Untergrund. Das heißt, wir können dann, wenn wir den großen Untergrund erforschen, einfach die grimmige Gottheit, das grimmige Gottheit-Outfit anziehen. Und wir werden dann einfach die Leuchtmedizin nehmen. Beziehungsweise, wir können hier auch ganz viele Leuchtsamen werfen, ist ja egal. Aber dann machen wir mehr Schaden und dann werden wir da unten mal ordentlich aufräumen. Dass wir auch wirklich ganz viel Solanium mitnehmen, zusehen, dass wir die Batterien auch möglichst maximieren. Da fehlen ja auch noch einige, ne? Und wir haben jetzt ja, ja, vier können wir noch machen. Aber denkt dran, wir haben auch jetzt wirklich lange nicht mehr den Untergrund erforscht. Wir sind jetzt ja wieder sehr viel an der Oberfläche unterwegs. Das wird also auch noch mehr.
Aber krass, ne? Das heißt, man muss das Pferd ja fangen. Das Foto vom Pferd ist hier für den Stall. Und dann gibt es nochmal das Pferd zeigen für den Schrein. Also schon sehr viel rund um dieses Riesenpferd, ne? So spät noch bei der Arbeit. Sehr fleißig, Link. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte gerne übernachten im normalen Bett und ja, ich zahle mit Rubinen immer noch. Ja, ja, bis morgens. Ja, ich wünsche einen geruhsamen Schlaf. Ich meine, einmal das Schild hinstellen, bekommen wir ja 20 Rubine für. Da können wir zweimal für schlafen und wenn wir keinen Platz für Essen haben, bekommen wir sogar 40 Rubine. Ja, das ist schon Wahnsinn. Guten Morgen, fühlst dich erholt? Hier kriegst du einen Stallpunkt. Ah, sag mal. Hast du dir schon mal den Himmel angesehen? Da gibt's so Gewitterwolken. Da macht bestimmt Spaß, die zu erforschen. Nein. Ich will es streicheln. Ach so, die Pferde. Ja, ja, okay. Ich dachte schon. Ah, danke, dass du den Stall benutzt. Wie kann ich dir helfen? Oh. Ja, ich möchte ganz gerne Snow abholen. Ah, Snow, ja? Ah. Gut, ich hole Spirit mal schnell ab, wo auch immer du es stehen gelassen hast. Und nehme Snow aus dem Stall. Ah. Und ja, danke, dass du gewartet hast. Ich bin untröstlich, aber wir könnten es gar nicht anpassen. Ah. Aber es sieht echt schön aus. Bis zum nächsten Mal. So, wo muss ich jetzt lang? Hier lang und dann rechts raus. Okay. Eieieiei, das hört aber ja noch gar nicht, ey. Jetzt wird's langsam. Okay, können die gar nicht galoppieren, die großen Pferde? Hallo? Solide, oder? Nee, die können echt nicht galoppieren, krass. Nee, ey, ey, ey. Zügel dich. Sonst zügel ich dich. Versteht ihr? Ah ja, ah ja. Das ist ein Silberner, ne? Ey. Ja, und am Ende ist ja das große Problem, dass Zelda in der Vergangenheit auch gar nicht weiß, wie die Zukunft ist exakt. Sie weiß ja nur, was passiert, bis sie in die Vergangenheit reist. Und da ist Ganon ja nicht besiegt. Das heißt, sie weiß am Ende auch gar nicht, wie er besiegt wird, wenn er denn dann besiegt wird. Also sie weiß ja gar nicht, ob Link Erfolg hat. Wobei sie es eh nicht ändern könnte. Ein riesiges Pferd, ne?
Dieses Pferd, es ist ja noch größer als erwartet. Es sieht so aus, als das ist das sagenumwobene Riesenpferd. Und es steht direkt vor mir in Fleisch und Blut. Ich bin so froh, dass ich das erleben durfte. Ich habe eine Pferdelegende aus nächster Nähe erleben dürfen. Dafür hast du meinen ewigen Dank. Ich dachte, wenn man ein Pferd schmückt, wird es noch viel ansehnlicher. Aber als du mir dieses Riesenpferd gezeigt hast, ist mir eines klar geworden. Ein Pferd ist schön, genauso wie es ist. Also brauche ich diesen Kristall gar nicht mehr. Du kannst ihn gerne haben, wie versprochen. Wie riesig das ist. Ach, ich muss die ganze Zeit an dieses Riesenpferd denken. Es sah aus wie ein normales Pferd, aber nur halt eine Nummer größer. Dir habe ich es zu verdanken, dass ich dieses wundervolle Pferd sehen konnte. Bartek, gern geschehen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Cool. Cool, cool, cool. Jo, es sieht so aus, als würden wir uns in der nächsten Aufnahme dann über die Hylia-Brücke und dann neben der Hylia-Brücke in den Untergrund wagen. Fantastisch, ich freue mich. Bling, 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 bling. Eieiei. Bringe den Kristall, den das Licht zeigt, dem Schrein da, dann schenken wir dir ein Licht. Das ist die Finsternisband. Bitteschön. Dir, dem Darbringer des Kristalls, schenken wir ein Licht, das ist die Finsternisband. Sehr schön. Rein in die gute Stube. Rein in die gute Stube ist auch so eine komische Floskel, ne? Raurus Segen. Exquisimua oder so ähnlich. Raurus Segen. Und ein Topas. Graziens, Graziens. O Besucher dieses Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei erneut gelobt, es bis hierher geschafft und das Riesenpferd dem Pferdefreund gezeigt zu haben. Als Dank soll das reinige Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht. Ist das denn eigentlich die Kammer gewesen in der Drachentränensequenz jetzt nochmal? War das die Kammer in der großen Schlucht im vergessenen Tempel? Sehen wir da den Grabstein von Sonja? Rim. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Müssen wir nochmal nachgucken. Das würde mich jetzt interessieren. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. You know? You know? Ja, dann gehen wir jetzt mit dem Pferd runter, machen den Leunen, dann gehen wir einmal das Grasland hoch und dann wären wir ja theoretisch so weit durch, ne? Bis auf die Hylia-Brücke und den Hylia-See. Oh, wunderschönes Wetter gerade.
Oh, da ist der Stall. Von da sind wir hingeritten. Ja, die Spielwelt ist halt schon geil. Es ist eine Faszination für sich. Aber es ist halt auch wahrscheinlich Geschmackssache. Und mich spricht diese Art der Spielwelt extremst an. Weswegen ich auch, wie ihr hier ja sehen könnt, ja wirklich alles erkunde. Nahezu alles. Und wisst ihr, was mir fehlt? Das Dorf der Orni. Und Goronia würde ich mir auch gerne nochmal ansehen. Und hier die abgetriebene Zora-Frau. Ich weiß inzwischen, wo sie ist. So bescheuert. Was? Na komm. Ach du Scheiße. Gott, mein Timing stimmt ja gar nicht. Was ist hier los? Oh yeah. Oh yeah, boah, sieht der böse aus. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Lass mich drauf. Yeah! Das war aber auch schon der. Gibt's eigentlich goldene? Ich weiß es gar nicht. Haben wir alles schon, ne? Oh, Leunenherz. Chimären. Oh Gott. Weg damit. Okay. Wir werden aber definitiv, oder? Wie machen wir das? Die Totenschädel entfernen, wenn wir dann die restlichen Crocs suchen, oder? Das wird das bestimmt ein Chaos, wenn ich mich zurechtfinden würde. Die ganze Karte ist voller Totenschädeln.
Es ist so wunderschön einfach. Oh Mann, dieser Grafikstil. Mann. Aber ich hätte auch nichts gegen ein Spiel so. Jetzt rede ich doch gegen meine eigene Aussage. Oh, dieser Strand, ne? Also, Twilight Princess ist mein Einstiegs-Zelda gewesen. Und das war auch fantastisch. Ich weiß es halt nicht, ne? Wäre halt auch mal... Ja, wobei... Nee. Ich finde, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sind als Spiele, als wirklich Spiele, durch diese Open World und diese extrem vielen Gameplay-Mechaniken, diese unvergleichbare Erkundung, schon anderes Level als Twilight Princess, was ja durch seine Komplexität und durch diese Werkzeuge und sowas fasziniert. Aber das hier ist ja dann nochmal wirklich was anderes mit diesem, hey, es gibt einfach eine riesige Welt und I don't know. Schon irre. Ja, ich mach so ein bisschen Slalom reiten für den Crocs, ne? Ihr wisst ja, wenn hier auf dem Baum einer ist, ein Stein oder so. Habe ich hier einen Totenschädel gemacht? Hold, hold. Hallo. Als hätte ich es nicht gesagt. Ach Gott. Ich wusste es doch. Ja, du hast mich gefunden. Okay, ciao. Nee, nee, also... Bei aller Liebe jetzt hier Jäger, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Da. Ja, und das gehört dann schon in Richtung Wüste, ne? Guck mal hier. Und wir machen ja das hier und dann die Wüste. Es ist wirklich Sonjas Grabstein. Oh Mann. Und das vergessene Plateau wird krass, ne? Ich hoffe, ich hänge mich da nicht so drauf auf oder dran auf wie in Breath of the Wild, weil da waren wir ja Ewigkeiten da. Müsste ich jetzt mal eigentlich nachgucken. Soll ich das machen? Ne, wir machen erstmal hier fertig, dann gucke ich vielleicht mal. Ich war damals wirklich sehr lange da drauf. Weil es da auch so viel zu entdecken gibt da oben. Also in Breath of the Wild natürlich. Vor allen Dingen, wenn man das erste Mal die Mechaniken hat, mit dem Kochen und mit dem, generell mit dem Klettern. Man merkt auf einmal, hey, ich kann ja überall hochklettern. Und dann auch mit dem Wetter. Dann gab es da ja auch schon Kälte. Und man musste dann Medizin gegen Kälte machen. So wie auch bei der vergessenen Himmelsinsel. Ich weiß gar nicht, ob ich euch mein Breath of the Wild Gameplay empfehlen, also mein Projekt, mein Let's Play, empfehlen würde, weil es alt ist. Ich habe mich letztens selbst erschrocken, wie schlimm ich meine eigenen alten Videos finde. Aber okay. Ich war teilweise halt 10 Jahre jünger. Deswegen weiß ich nicht, ob ich euch sagen würde, yo, guck mal mein Breath of the Wild. Ach du Scheiße, die hatten wir ja ewig nicht mehr. Ich ignoriere sie einfach. Wobei, neuer Dämonenbogen. Let's go.
Will ich mal bitte loslassen? Was ist da los? Komme ich ja gar nicht drauf klar. Boah, voll Spawn Damage. Der hat die Keule diesmal. Gar keinen Schaden mehr. Okay, wir brauchen haben eine Waffe mit Schild. Der Schaden war erschreckend gering, ne? Oder? Miasma Prügel. Neuer Bogen. Okay. Ja, können wir müssen unsere Erfahrungen machen. 44, 32, 41, 32. So. Was fehlt? Ich wollte irgendwas machen. Shit. Nee. Genau, ich wollte was ans Schwert kleistern. Nach Angriffsstärke. Das. 55. Boah, es war schon. Guck mal, wir haben gerade den Leunen mit unserem bisher stärksten Material bekämpft. Krass. Tja, dann geht's wieder zurück, ja? Sieht man jetzt, wie wir hier gekämpft haben? Ja, Tatsache. Ja, okay. Das war dann hier dieses Grasland. Okay, nächste Aufnahme. Gibt es also dann die Hylia-Brücke? Tatsächlich. Und vermutlich dann auch schon die erste kleine Reise in den Untergrund. Wie war denn das? Das können wir ja nachgucken, ne? Okay. Also im Nachhinein, Medizin wäre dann einfach nur. Also Leuchtinsekten. Haben wir da überhaupt genug von? Müssen wir mal gucken. Plus dann Monsterzutaten. Irgendwelche Bockblindzähne oder. I don't know. Okay. Aber das wäre sicherlich interessant, im Untergrund nicht nur danach zu gucken, welche Rüstung leuchtet, sondern dann auch auf Bonus wie Angriffsstärke zu gucken. Wenn wir da dann gegen einen Leunen kämpfen mit seinem Miasma-Schaden, klar, dann wäre die eine Sache zu sagen, wir ziehen eine Rüstung an, die Miasma-Schutz bietet. Können wir jetzt auch machen, haben wir ja komplett. Aber es wäre natürlich genauso interessant zu sagen, wir nehmen eine Rüstung, die, ne, ihr wisst schon. Hallo. Cool. Ja, bin ich zufrieden. Da.
Was ich zum Beispiel auch geil finde, ist die Master, also die Schwertherausforderung in Breath of the Wild. Ich weiß gar nicht, ob es die gibt hier in Tears of the Kingdom. Vermutlich nicht, was mega schade wäre, weil es gibt ja keine DLCs. Die fand ich echt cool. War ja optional, das Master-Schwert nochmal verstärken. Prüfung des Schwertes. Und die im Master-Modus. Gibt es hier überhaupt einen Master-Modus? Also zumindest aktuell kann man es ja nicht einstellen, ne? Das fände ich auch nochmal interessant zu wissen. Müsste man mal abwarten. Kann natürlich sein, dass die freigeschaltet wird, wenn wir einmal durch sind. Glaube ich aber nicht. Naja, auf jeden Fall wäre das cool. Und was ich gerade sagte, in Breath of the Wild, die Prüfung des Schwertes im Master-Modus, wenn die Gegner ja ihre Leben regenerieren. Riesenspaß. Da bin ich gerade dabei. Ich habe die erste Prüfung nicht geschafft. Wurde schnell getötet, wer hätte das gedacht. Um das auch aufzunehmen, fände ich spannend. Ne? Aber da stelle ich mir die Frage, machen wir nicht einfach nochmal den ganzen Master-Modus von Breath of the Wild gemeinsam? Klar, aktuell Tears of the Kingdom, dann habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, Skyward Sword liegt noch auf der Warteliste. Theoretisch Ocarina of Time auf dem 3DS. Aber Ocarina of Time war doch ursprünglich ein Spiel fürs Nintendo 64, oder? GameCube sogar? Es ist so ärgerlich, dass es das nicht als richtiges HD-Remake gibt für die Switch. Na, aber gut, Majora's Mask und Ocarina of Time stehen noch auf der Warteliste, beide vom 3DS gespielt. Ich habe hier ein 3DS mit Capture Card, habe ich ja schon mal gesagt. Die stehen auf der Warteliste und dann auch noch Twilight Princess würde ich gerne auch nochmal spielen, aber auch da warte ich aktuell noch auf die Switch-Fassung. Ich möchte ein Pferd abholen. Und zwar, nehmen wir mal. Sollen wir Moon mal nehmen? 98 Zuneigung. Nehmen wir Moon. Ja, alles klar. Ich nehme Snow in meine Obhut und hol dir schnell Moon. Danke, dass du gewartet hast. Möchtest du seine Ausstattung ändern? Ja, warum nicht? Reisesattel, Rittersattel, Königssattel, Schmucksattel, Pferd. Ah, nehmen wir auch den Reisesattel, oder? Alles klar, steht ihm vorzüglich. Wenn du die Ausrüstung ändern möchtest, komm wieder zu uns. Ach, guck mal, Spirit hatte doch keine, hier wie so ein Shire Horse, unten diese Haare an den Hufen. Hallo, hallo Moon. Oh, der hat mir auch gefehlt. An Moon kann ich mich noch gut erinnern. Ach, ich will es streicheln. Du darfst gerne mein Pferd streicheln. Ah, Link, was möchtest du hier? Nochmal übernachten im normalen Bett. Ich zahle in Rubin und bitte bis morgen früh. Alles klar, ich wünsche einen geruhsamen Schlaf. Guten Morgen, fühlst du dich erholt? Bekommst auch noch einen Stallpunkt. Denk an die Prämie. Natürlich. Ups. Hallo, hier. Ja, ja, einen Moment bitte. So, ja, du möchtest eine Prämie, genau. Du bekommst 5 Übernachtungsgutscheine. Wenn du nochmal 5 hast, kriegst du 3 Fit-Karotten. Vielen Dank. Ja, okay, wir bekommen also definitiv jetzt nur noch die wiederholenden Belohnungen. Dann wäre jetzt die große Frage, ob wir anfangen, die Gutscheine zu benutzen. Gut, also, nächste Aufnahme. Wir werden uns, zack, guck euch das mal an, das sieht doch gut aus. Wir werden uns, auf die Hylia-Brücke wagen. Wir werden den Griok bekämpfen, wir werden Krog sammeln und dann von der Brücke aus einfach zur Hylia-Insel gehen. Hier nochmal nach Krogs gucken und dann in den Untergrund gehen. Und hier werden wir dann im Nachhinein
Ach Gott, den habe ich gar nicht gemarkert hier. Da ist ja ein Schrein. So. Und da ist auch ein Schrein. Also eine Lichtwurzel. Und da auch. Und da auch. Okay. Genau, und dann werden wir uns durcharbeiten. Und ihr seht das ja, so viel ist es ja gar nicht. Es ist hier die Ecke. Hier so das. Werden wir uns ansehen. Dann haben wir das fertig und danach geht es dann weiter mit diesem Gebiet hier. Und da werden wir dann einsteigen, indem wir erstmal hier das nachholen, denn hier die Ecke fehlt ja noch komplett. Moment, hier. Genau, also hier die Ecke fehlt ja noch komplett. Die holen wir nach und dann beginnen wir hier. Und das hier ist ja das vergessene Plateau, das machen wir dann zum Abschluss des vorletzten Gebietes. Und dann ist hier auch die letzte Fee, da freue ich mich sehr drauf. Und da werden wir dann ordentlich unsere Outfits verbessern, wenn es dir dann geht. Ne? Wir sehen ja dann erst, was für Ressourcen wir brauchen, um zum Beispiel die Hylia-Rüstung auf Maximallevel zu bringen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis dann. Ciao.